Hallo Leute, ich stelle euch heute mal kurz meine neue Gitarre vor. Das ist von Thomann, eine Gypsy-Konzertgitarre mit Tonabnehmer und einem Cutaway. Hier ist der Tonabnehmer, den habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich wollte euch nur mal zeigen, vorführen, hören lassen, wie die Gitarre klingt. Die kostet 169 Euro, ist also durchaus ein guter Preis. Es ist natürlich keine Gitarre, die man vergleichen kann mit teureren, aber sie hat einen schönen Klang. Hört es euch mal an. Ich spiele mal ein bisschen was gezupft. So, jetzt habe ich auch noch hier eine neue Mundharmonika zugelegt. In Fis-Dur, in der zweiten Lage ist es Cis und die ist von Lee Oscar, die Tombo-Serie. Jetzt lasse ich euch mal hören, wie das klingt. Okay Leute, ein bisschen noch gespielt im Rhythmus. Hey Joe. You're gonna go with a gun in your hand. Hey, Joe, I said, where you gonna go with a gun in your hand? Gut, jetzt noch mal zur Gitarre. Also die Decke ist Pinie laminiert. Boden und Zargen, Sapelle laminiert, der Hals ist afrikanisches Mahagoni und Griffbrett und Steg sind Ovankol. Die Korpustiefe beträgt 62 mm, also ist eine schlanke Gitarre. Die Sattelbreite beträgt 52 und die Mensur ist 650 mm. Ihr besonderes Charaktermerkmal ist dieses ovale Schallloch, was sie sozusagen als Gypsy-Gitarre kennzeichnet. Sie hat also auch einen XLR-Ausgang und einen Klinkenausgang. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Farbe ist Natur,
Sie ist hergestellt in Portugal und die Mechaniken sind aus Nickel mit Perlmutt-Schrauben. So. Ihr konntet euch jetzt schon mal anhören, wie sie so klingt, weil auf der Seite von Thomann gibt es diese Möglichkeit nicht. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen geholfen für eure Kaufentscheidung. Macht's gut, Servus.